Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu meinem Bankdrückvideo von Freitag, denn ich habe Bankdrücken und Sumo-Kreuzheben an einem Tag gemacht, denn donnerstags konnte ich nicht trainieren gehen. Das heißt, ich habe erst Bankdrücken gemacht, dann Overhead Press und dann Sumo-Kreuzheben. Das Sumo-Kreuzheben-Video wird auch noch kommen. Und wie ihr seht, beim Warm-up mit 40, 60, 80 Kilo, habe ich die Technik so, dass sie für mich angenehm wird. Mit dem Setup muss ich noch gucken, aber ihr seht das ja extrem, wie unten wirklich die Ellenbogen immer nach innen gehen, ja, dieses Lat Involvement. Das empfehle ich keinem Anfänger, ja, Anfänger erstmal nur die Pressing Muscles. An sich bin ich im Bankdrücken auch noch ein Anfänger und sollte an sich normal Bankdrücken machen. Aber ich will hoch hinaus und deswegen wird die Technik jetzt schon angelernt. Und ja, im höheren Bereich seht ihr das mit den Ellbogen, das wird immer geringer. Deswegen, ich habe mir die Sätze, nachdem ich sie gemacht habe, immer nochmal angeguckt. Habe dann gesehen, okay, das hat mir noch nicht so gut gefallen. Da könnte mehr unten Explosion raus sein. Was mir halt auch noch fehlt, ist jetzt die Körperspannung, also den Leg Drive da noch richtig mit einzubauen. Da ich mich jetzt im Moment noch sehr auf dieses hier am Fokussieren bin. Aber ich denke, mit ordentlich Wiederholungs- und Speed-Tagen wird das demnächst gehen und ihr werdet sehen, selbst bei den 105, ach genau, das war angesagt, 105, 5 Sätze, 2 Wiederholungen. Ich habe 6 Sätze gemacht, nee, habe ich nicht, 5 Sätze gemacht, ist schon richtig, dass alles Zusammenspiel findet. Aber auch damit konnte ich eben das Trainingsgewicht, was jetzt verlangt wurde, quasi drücken und bin an sich sehr gut durchgekommen. Was ich halt habe, ist immer noch zum Teil, je nachdem wie ich drücke, dass ich hier spüre, dass da irgendwas noch zu eng ist und reibt und so. Und was das angeht, habe ich am Ende noch ein bisschen mit einem anderen Setup rum experimentiert. Und ich denke, da könnte ich auch relativ strong sein. Das werde ich beim nächsten Mal dann mal ausprobieren, genau. Also Bankdrücken, wie gesagt, Kniebeuge, Kreuzheben explodiert, Technik ist gefunden. Bankdrücken muss ich noch ein bisschen experimentieren, wie so meine Wunschtechnik ist oder was für mich vielleicht am besten ist. Und hier seht ihr auch so ein bisschen das Setup und alles, ne? Das wollt ihr ja sehen. Und ja, also ich bin an sich zufrieden. Mehr zufrieden als beim letzten Mal, als ich da die 106 Sätze mal 3 gemacht habe. Ihr werdet auch sehen, jetzt mit dem anderen Setup habe ich gleich auch 100 mal 4 gemacht. Die sehen auch sehr, sehr solide an sich aus. Ja, und ich denke, nee, jetzt kommt erst noch einer mit 105. Aber ich denke, es läuft langsam und dann suche ich mir da jetzt noch die richtige Technik raus und dann geht das da auch ab. Das Einzige, was halt manchmal noch ist, ist meine Schulter. Das ist halt wirklich, es ist Abfuck. Ich kann zwar wieder gut drücken, aber es ist halt trotzdem nicht die gesunde Schulter wie vor 1,5 Jahren, ne? Sondern es ist halt eine Schulter, die halt vor kurzem noch krass entzündet war. Da seht ihr es jetzt. Da sieht man die Ellenbogen nicht so stark, dass sie nach innen gehen, aber ich experimentiere noch ein bisschen damit rum, ja, und klar, man sieht ab und zu geht mein Kopf hoch, daran muss ich auch noch arbeiten, dass der auf der Bank, auf jeden Fall die Bank berührt, ja, mal schauen, jetzt noch mit 90 nochmal, aber da bin ich komplett aufgekommen in dem Satz, aber da kommen die Ellenbogen schon wieder mehr, ne, seht ihr ja, deswegen, würde ich sagen, bis zur nächsten Einheit, ja, macht's gut, peace.